wenn man durch den Karawankentunnel von Kärnten aus Slowenien erreicht hat und die Julischen Alpen überquert hat, erreicht man nach ca. 50 Kilometern Bled mit seinem See. Begrüßt wird man von der Burg und der Marienkirche, die jeweils auf einer eigenen Insel liegen. Bereits 1850 begann hier der Tourismus und durch die Zeitenwenden hindurch war Bled mit seinem See immer ein Reiseziel der Prominenz. Die Marienkirche ist lediglich mit dem Ruderboot zu erreichen. Auf der Burg kann man mittelalterliches Leben bestaunen. An Freizeitaktivitäten bietet der See eine Menge. Man kann herrlich Fahrrad fahren. Sich eines der Schwanenruderboote mieten. Sich in einer Art Gondel über den See rudern lassen. Oder einfach baden gehen. Das Wasser ist kristallklar und frisch. Ach ja, sich nach alter K&K-Tradition kutschieren lassen, ist auch möglich. Um den See herum gibt es zahlreiche Cafés und Restaurants, in denen man vorzüglich schlemmen und es sich gut gehen lassen kann. Kurz, hier kann man sich sauwohl fühlen wie Frieda, die die Besucher am Ostufer begrüßt. Bled ist immer eine Reise wert.